zusammen und willkommen zurück zur neuesten Folge Spotterfopfache The Real Farmers. Ich habe inzwischen hier schon mal die Leerpaletten in die Flaschenproduktion geschmissen. Das ist jetzt gerade noch die letzte, die wir hier reinschmeißen müssen. Oh, wenn ich jetzt hier rumkomme. Ups. So, wir lassen den Stapler hier stehen. 19.440. Wir müssen hier eh demnächst wieder aufladen. Gut, Wasser ist da. Perfekt. Das heißt, wir fahren rüber zum Sägewerk jetzt. Und dann gucken wir mal, dass es weitergeht. Zum Sägewerk geht's hier rum. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Holz machen. Das ist jetzt das oberste Ding. Da werden wir uns heute mal in den Vollernter gleich reinstürzen. Und ja, das Sägewerk wieder voll knallen, damit es da weiter Bretterpaletten gibt. Und wie gesagt, ich denke mal, die nächste Fuhre werden wir an Leerpaletten machen wir oben bei uns am am Hirschfeld Logistikhof. Ich glaube, das macht mehr Sinn im Moment. Da haben wir einfach diese weiten Fahrtstrecken nicht. Dann machen wir mal Holz. So, Vollernter. So, da steht er. So, anschalten. Nee, 1 Meter ist zu wenig. 8 Meter, volle Größe hier. Das war nicht richtig geschnitten hier. Komm. Bäumchen, ihr müsst fallen. Wir brauchen hier Holz ohne Ende. Wieso will der nicht? Er sägt doch die ganze Zeit. Jetzt ist er dran. Es wäre gut, wenn wir mal ein paar größere Bäume hier hätten.
Das wollte ich eigentlich nicht hier, die Innenansicht. Ups, so, weiter geht's. Weil wenn wir dann den Wassertrailer haben, können wir leicht auch Wasser zur Brauerei hochbringen. Und wenn wir Flaschen haben, müssen wir ja dann, glaube ich, schon alles für die Bierproduktion haben. Lass uns mal ganz kurz gucken, was denn unsere Felder so machen. Ja, ist noch im Wachstum, also ja, hat noch Zeit. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal die Baumstämme abtransportieren und dann weitermachen. Oha, hallo Polizei. Na, 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 na. Guten Tag. Guten Tag, bin gerade ein bisschen verwirrt. Sehe, Sie fahren Polizeiauto und fahren hier durch meine Absperrung. Halt mich selten daran. Aha, es ist, ich meine, wenn ein Baum aufs Auto fällt, ist nicht mein Problem. Deswegen ist extra hier abgesperrt, weil hier massive Baumfällungen gerade stattfinden. Da sollten gerade Sie sich, denke ich mal, dran halten. Ja, aber mein Auto wird doch eh von der Stadt bezahlt. Anderes Thema. Ja. Ich wollte mich mal vorstellen. Ich bin der Herr Fischer, Ja. der neue Polizist in der Gegend. Okay, ja. Wenn Sie Jo, irgendwelche Probleme haben mit anderen Bauern, mit anderen Nachbarn, melden Sie sich bitte. Jo, das werde ich machen. Also im Moment ist alles ruhig. Okay. Dann bedanke ich mich. Also, jo. Wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, werde ich mich melden, aber ich denke mal. Ich bin hier relativ ja abgeschieden hier draußen und habe meine Ruhe vor den anderen. Deswegen werde ich da nicht so viel in Konflikt mit den Nachbarn und Kollegen kommen, hoffe ich zumindest. Und wenn was sein sollte, melde ich mich. Noch eine kurze Frage. Wenn man Ja. sie sucht, wo kommt man denn hier auf den Hof? Also Weil es da darf gibt man ja nicht langfahren. es gibt hier oben, wenn Sie mal
gucken, wenn sie hier den Weg lang fahren, kommen sie oben auch raus. Da kommen sie beim Feld 97, 96 raus. Ja. Das ist so die offizielle Zufahrt im Moment. Ach so, dann bedanke ich mich. Jo, gut. Dann noch Wiedersehen. einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, dann, ja, er fährt wieder da durch. Ich glaub's ja nicht. Naja, gut, wir machen auf jeden Fall hier mal weiter. Holz rein da. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit heute. Wir müssen uns mal ranhalten. Der Polizist hier. Klang auf jeden Fall irgendwie noch sehr jung. Na gut, muss vielleicht noch ein bisschen was lernen. Vor allem, wie es auf dem Dorf hier zugeht. Uah, ups, da ist ein Baumstumpf im Weg. Na, lässt du los da? So, komm, jetzt kriegen wir das aber komplett hier mit, ne? Ja, fast, fast, aber das ist auch schon mal gut. Wackelt hier. Hilfe. Oh, ja. Das war jetzt so nicht geplant. Oh, ich muss mal die Spanngurte lösen. Hey. Darf ich die jetzt einzeln hier da hochschieben oder was? Ja gut, der ist jetzt wieder in den Holzverkauf gegangen, auch gut.
glaube, wir müssen da mal im Team eine Besprechung machen, ob wir nicht einen Wood-Autoload mit hier drauf nehmen, weil das ist auch zeitlich ein Problem, wenn das nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das kostet mich hier einfach viel zu viel Zeit. An Herr Bauern? Wer ist Herr Bauern? Ich kenne keinen Herrn Bauern. So, die lasse ich jetzt erstmal liegen da. So, gucken wir mal, dass wir jetzt einigermaßen dahin kommen und dass uns nicht wieder irgendwie das halbe Holz da von dem Verkaufspunkt. Ja, wir hängen hier wieder fest. Ah. Diesmal hat es geklappt. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? 63, naja, gut. Wir müssen mal noch die Hackschnitzel umladen, schnell. Das machen wir noch, das kriegen wir noch hin, denke ich mal, in dieser Folge. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Runde machen. Damit das Sägewerk wieder läuft. Und ja, ein bisschen was haben wir drin, das ist gut. Aber wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich gucke mal, dass ich das noch schnell hier während der Abmoderation drüben reinbekomme. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wieder morgen, nee, doch morgen geht es weiter sogar, stimmt sogar. Nächste Folge, guckt bei den anderen Jungs vorbei, beim Franken Andi, beim Manuel Zockt. Und ja, den anderen, die Links zu den Kanälen sind in der Beschreibung drin. Und dann, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis morgen.